die verborgene Wirklichkeit, wie die moderne Quantenphysik die Brücke zum Jenseits schlägt. Als Sir Isaac Newton, der Vater der klassischen Physik, seine Theorie vorstellte, war man fasziniert. Es war wie eine Offenbarung und Voltaire nannte sie sogar die Newtonsche Religion. Als Galilei seine Kugel in die schiefe Ebene herunterrollen ließ, so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Die Natur, das Experiment, ist der Richter über seine Entwürfe der Vernunft. Aber wozu brauchte man Gott eigentlich noch, wenn die Natur doch nach ehernen Gesetzen funktionierte? Newton selbst glaubte das nicht. Die wunderbare Harmonie des Universums kann nur nach dem Plan eines allmächtigen Schöpfers zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis. Napoleon sagte, wo ist in Ihrem Weltbild Gott? Laplace antwortete, Sire, mein Weltbild hat die Hypothese Gott nicht mehr nötig. Dawkins sagte, Gott ist eine von der Wissenschaft zu 98% widerlegte Hypothese. Aber es gibt viele Phänomene wie Intuition, Prophetie, Telepathie und so weiter, die eine Kommunikation zwischen Menschen bzw. Lebewesen nahelegen, und die sich mit seiner ausschließlich auf die Materie gestützten Theorie nicht erklären lassen. Auch wenn es nicht beweisbar war, war Isaac Newton davon überzeugt, dass es eine Substanz gibt, die das ganze Universum durchdringt und miteinander verbindet. Er nannte diese unsichtbare Substanz Äther und bezeichnete sie als ein lebendiges geistiges Element. Erst im 19. Jahrhundert bot James Clerk Maxwell, der Begründer der elektromagnetischen Theorie, eine wissenschaftliche Beschreibung des alles verbindenden Äthers an. Er nannte ihn eine materielle Substanz, die subtiler ist als die sichtbare Körper und in jenen Bereichen des Raums existieren, die leer zu sein scheinen.